Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Boostbox und zwar mit der GameStar PC 25 Jahre Silber Edition für 999 Euro, der Gold Edition für 1499 Euro und der Platin Edition für 1999 Euro. Einige haben sich das gewünscht bei mir im Livestream, dass ich mir diese PCs mal angucke. Das machen wir jetzt natürlich auch. Wir haben ja auch einen Artikel dazu. Hier steht allerdings auch bei, diese drei PCs rüsten euch bestens für die Zukunft. Was nicht so ganz hinhaut, weil die hier alle auf AMD gehen und AMD bald die 7000er-Serie bringt und die nicht mehr auf diesen Sockel drauf passen. Deswegen wäre es besser gewesen, wären sie da vielleicht auf Intel gegangen, aber so steht sie jetzt halt. Wir schauen uns die Dinger mal an. Kommen wir mal erst zu dem Bild. Hier bei diesem PC passt es, bei den anderen PCs passt es leider nicht. Hier sieht man, es ist ein Micro-ATX-Board drin in einem Full-ATX-Gehäuse. Finde ich auch Quatsch. Die Grafikkarte passt einigermaßen, der CPU-Kühler auch und ansonsten sieht man da eh nicht viel drin, das ist soweit in Ordnung. Betriebssystem haben wir keins mit dabei. Prozessor ist ein AMD Ryzen 5 5600X. Der hat eine TDP von 65 Watt, 6 Kerne, 12 Threads und unterstützt offiziell 3200 MHz RAM. Der ist zum Zocken gut geeignet. Der wird auch nicht limitieren, der limitiert aktuell keine Grafikkarte. Solltet ihr mit dem Gedanken spielen zu streamen, dann geht auf ein 5800X Minimum, ne? Also es sei denn, ihr rendert über die Grafikkarte. Also für E-Sports-Titel und so locker geeignet, wenn ihr das streamen wollt, AAA-Titel, würde ich einen stärkeren Prozessor nehmen. Der ist aber soweit okay, in dem Preisbereich auch gut ausgewählt, überhaupt keine Frage. Und der kostet 199 Euro bei Mindfactory. Der Prozessorkühler ist ein Deepcool Gamax C40. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 130 Watt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Der hat keine RGB-Beleuchtung oder ähnliches. Das ist auch ein ziemlich billiger Lüfter, der hier vorne draufklemmt. Den könnt ihr aber tauschen, wenn ihr wollt. Kauft euch einfach einen anderen Lüfter mit RGB, wenn ihr darauf steht. 130 Watt reicht dicker aus bei diesem Prozessor. Der Prozessor hat eine TDP von 65 Watt. Das heißt, der kann das ordentlich abtragen. Ich glaube, der Prozessor kann sich in der Spitze genehmigen irgendwas zwischen 86 und 88 Watt. Aber dafür reicht er noch dicker aus. Und der kostet 24,10 Euro bei extremedigital.de. Die Grafikkarte ist eine Asus GeForce RTX 3060. Das ist eine gute Grafikkarte für Full-HD-Gaming. Wenn ihr jetzt AAA-Titel spielt, müsst ihr vielleicht einige Einstellungen runterdrehen, je nachdem wie viel FPS ihr haben wollt. Es ist auf jeden Fall auch ein gutes Kühldesign. Wir wissen ja, was wir bekommen. Ist eine Asus-Karte. Das ist soweit in Ordnung. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 402,57 Euro bei computeruniverse.net. Das Mainboard ist ein Asus Prime B450M A2. Ja, davon bin ich jetzt nicht so begeistert. Hat den B450-Chipsatz, B550 wäre besser gewesen. Klar, es ist nur ein 1000-Euro-System, ich verstehe das. Micro-ATX muss trotzdem nicht sein. Wir hatten viele PCs im Bereich von 1000 Euro, die auch einen Full-ATX-Board drin hatten. Das hat auch keine gekühlten Spannungswandler. 4 RAM-Bänke immerhin, könnt ihr erweitern. Hier kommt die SSD rein, hier kommt die Grafikkarte rein. Der Slot wird wahrscheinlich sowieso überdeckt von dem Kühler der Grafikkarte. Und hier unten könnt ihr vielleicht noch eine WLAN-Karte oder eine Capture-Karte oder so anschließen. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.0, 2x USB 3.1, PS2 werdet ihr wahrscheinlich eh nicht benutzen und die Onboard-Grafikanschlüsse werdet ihr auch nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat und einen Flash-BIOS-Button. Es ist halt ein sehr, sehr günstiges Board. Finde ich ein bisschen schade, dass sie da gespart haben, aber was soll man bei 1000 Euro auch sagen, ne? Klar, es gibt wie gesagt Systeme, die bei 1000 Euro Full-ATX drin haben, aber irgendwie, ja, mich catcht das auf jeden Fall nicht. Und das kostet 69,89 Euro bei Playox. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 RAM Dual Channel, 2x8 GB 3200 MHz Kingston Fury Beast. Ist eine gute Wahl. 3200 MHz ist halt die Spezifikation von AMD. 3600er hätte mir besser gefallen, aber wir reden hier immer noch über 1000 Euro, da kann das schon noch in Ordnung gehen. Der Fury Beast RAM ist auch okay, 16 GB Dual Channel muss auf jeden Fall sein, ist in Ordnung. Und der kostet 53,80 Euro bei notebooksbilliger.de. Die Festplatte ist eine 500 GB M.2 PCI Express SSD Kingston NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. 500 GB, ja, kommt ihr nicht weit mit. Ich hätte mir da schon 1 TB auf jeden Fall gewünscht. Mit 500 GB installiert ihr vielleicht 2-3 Spiele. Windows ist ja dann auch damit drauf, mit den ganzen Treibern und Discord und was nicht alles. Ihr könnt natürlich später erweitern, indem ihr irgendwie eine 2,5 Zoll SSD noch reinpackt, weil auf dem Board ist auf jeden Fall kein Platz mehr. Das ist auch so ein Nachteil von Micro-ATX. Ist halt nur ein Slot drauf für eine SSD. Aber gut, in dem Preisbereich, wie gesagt, müsst ihr mit klarkommen mit 500 Gig. Ich würde es so nicht kaufen. Und die kostet 38 Euro beim Amazon Marketplace, ansonsten 42,53 Euro bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein BeQuiet PureBase 500, schwarz mit Sichtfenster. Für dieses System reicht es aus, ist ein qualitativ hochwertiges Gehäuse, gar keine Frage. Der Airflow ist allerdings da nicht so gegeben. Bei dem System haben wir nicht so viel Abwärme, das ist dann noch okay. Bei den anderen Systemen nehmen sie das gleiche Gehäuse, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, da finde ich das nicht mehr okay. Aber hier ist das echt in Ordnung, das kann man ruhig so machen. Und das kostet 74,25 Euro bei ProShop. Das Netzteil ist ein 500 Watt Boostbox Power Boost. Das hat gerade mal eine Herstellergarantie von einem Jahr, 80 plus Bronze Zertifizierung und festes Kabelmanagement. Naja, immerhin 80 plus Bronze. 500 Watt reichen bei dem System auch völlig aus, gar keine Frage. Ein Jahr Herstellergarantie, das spricht Bände.
Also ich finde solche Netzteile, die von sich aus nur ein Jahr Garantie geben, ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen ist ein Netzteil eine sehr, sehr wichtige Komponente, weil wenn das abraucht, kann es passieren, dass es den Rest der Hardware mit in den Tod reißt. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe auch bei Boostbox angerufen und habe gefragt, wer der eigentliche Hersteller ist. Und die konnten mir dazu nichts sagen, weil die lassen wohl selber in China fertigen. Aber es könnte vergleichbar sein mit Intertech oder ähnliches. Und das sind auch nicht so die guten Netzteile. Zumindest nicht im billigen Bereich. Also das ist echt von der Schnauze weggespart. Und das kostet 44,90 € bei cslcomputer.com. Klar, Boostbox gehört zu CSL, deswegen steht da CSL. Was noch ganz geil ist, ihr habt ja 36 Monate Herstellergarantie inklusive deutschlandweiter Abholservice. Das bedeutet einfach, DHL kommt zu euch und holt das Ding ab, wenn damit was ist. Das relativiert natürlich auch ein bisschen das eine Jahr Garantie auf dem Netzteil. Also das Netzteil so kaufen würde ich nicht. Wenn ihr natürlich 3 Jahre auf das ganze System habt, ist das schon ganz nice. Und ich kenne nicht viele Systemintegratoren, die das so machen. MIFCOM macht das, glaube ich, noch, aber Dubaro macht es nicht. Agando macht das, glaube ich, auch nicht. Zumindest nicht mit Pickup und Return über 3 Jahre. Das ist auf jeden Fall ein guter Pluspunkt. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 906,51 €. Das System soll kosten 999 €. Preislich ist es okay. Was mich ein bisschen stört, ist das Mainboard. Klar, in dieser Preisklasse muss man irgendwo Abstriche machen. Das Netzteil finde ich auch nicht so pralle, aber ansonsten einen Ryzen 5600X und dazu auch noch eine 3060 zu kriegen, in dem Preisbereich ist relativ selten. Klar, und dann wird woanders gespart. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr damit klarkommt. Ihr habt halt nur einen Erweiterungsslot auf dem Mainboard und nur 500 GB SSD, aber ansonsten ist es eigentlich irgendwo okay. Es ist auf jeden Fall nicht abgrundtief schlecht konfiguriert, der RAM passt zum Prozessor, der Prozessor passt zur Grafikkarte, es ist alles okay soweit, aber naja, ihr habt hier und da ein paar Abstriche. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf den GameStar PC 25 Jahre Gold Edition ein für 1499 €. Hier haben wir einen Ryzen 5800X, das ist ein Hitzkopf. Ihr habt vielleicht das Review von mir gesehen, da war eine 240er Wasserkühlung, die hat natürlich ausgereicht, sofern sie draußen steht. Bei diesem Gehäuse hier allerdings ist es ein bisschen schwieriger, weil da drin sich die Hitze staut, weil ihr echt keinen guten Airflow habt. Und hier ist auch nur eine 120er Wasserkühlung drin. Hier steht jetzt Boostbox Liquid B120. Ich habe da angerufen, es ist eine Cooler Master. Ist einfach nur umgelabelt. Das seht ihr unter anderem auch hier auf dem Bild. Da steht einfach Cooler Master hier bei der Wasserkühlung drauf. Was hier auch ein bisschen schade ist, die werben hier mit einer GeForce RTX Strix, Republic of Gamers, also eine Asus ROG Strix, die ist nicht verbaut. Genauso ist hier ein Asus Board drin, was auch nicht verbaut ist. Zumindest kein ROG Strix. Eine Asus Karte ist drin, aber keine ROG Strix. Dann haben wir hier noch eine 3070, wie gesagt, das ist keine ROG Strix, das ist eine normale. Das Mainboard ist ein B450+, finde ich ein bisschen schade, beim 5800er Ryzen hätte ich schon ein B550 erwartet. Das funktioniert natürlich, ist auch kein schlechtes Board, aber es geht auf jeden Fall moderner. 16 GB RAM, ja, das ist in Ordnung mit 3200 MHz, ist halt wieder die Spezifikation von AMD. Eine 1 TB SSD, die okay ist, die Kingston NV1, mehr braucht der normale Gamer auch nicht. Wenn ihr jetzt viel kopiert, nehmt eine andere, aber ansonsten ist die okay. Wieder dieses Gehäuse, da wird es jetzt schon schwieriger, weil da echt Komponenten drin sind, die sehr warm werden. Da wird sich ein Hitzestau entwickeln, gehe ich ganz stark von aus. Und gerade mit dieser 120er Wasserkühlung auf dem 5800X wird es sehr, sehr schwierig. Das wird definitiv nicht funktionieren, vor allen Dingen nicht unter Volllast. Wenn ihr jetzt, sage ich mal, streamen wollt und dann rendert oder vielleicht Video bearbeiten oder so, ja, würde ich so nicht machen. Und hier haben wir halt wieder so ein 600 Watt Boostbox Power Boost drin. Ja, wieder mit einem Jahr Garantie. 600 Watt reicht für das System aus, aber ich würde diese Hardware daran nicht betreiben. Dann wären wir auch beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Da liegt die dann bei 1387,38 €. Und das System kostet 1,5. Preislich gesehen, okay. Konfigurationstechnisch nicht. Die 120er Wasserkühlung wird den Prozessor nicht packen. Das Gehäuse ist ein Hitzestaugehäuse. Also, nee. Den würde ich auf jeden Fall so nicht nehmen. Der 5800X ist natürlich für Streaming und so weiter geeignet. Wenn der aber keine Luft kriegt, wird es irgendwann schwierig. Und dann haben wir hier noch die Platin-Edition. Hier haben sie einfach das gleiche Bild genommen. Hier ist wieder die 120er Wasserkühlung drin, obwohl eine 240er verbaut ist. Das ist sogar ein bisschen ein Understatement in dem Sinne. Wir haben hier den Ryzen 5900X, der mit einer 240er zu kühlen ist. Der 5800er ist schwieriger zu kühlen. Liegt an dem Chip-Design von AMD. Wenn ich da jetzt drauf eingehe, sitzen wir morgen noch hier. Es ist einfach so, dass der 5800X schwieriger zu kühlen ist als ein 5900X. Und mit einer 240er Wasserkühlung, die hier wieder von Cooler Master kommt, obwohl Boostbox draufsteht, ist es okay. Eine 3080 haben wir mit dabei, da wissen wir auch, was wir kriegen. Eine Ventus, die ist in Ordnung. Hier haben wir auch schon ein schönes Toughboard drin, B550+, das hätte ich mir bei dem anderen auch gewünscht. 32 GB, 3200 MHz, wieder die Spezifikation von AMD, nimmt, wenn ihr selber konfiguriert, lieber 3600er. Eine 2 TB Kingston Fury Renegade, die hat eine Leserate von 7300 MB die Sekunde und eine Schreibrate von 7000 MB die Sekunde.
Das ist eine sauschnelle SSD. Ob ihr sie braucht, lasse ich mal dahingestellt. Ich wäre hier vielleicht auch mit der Kingston NV1 oder so gegangen, aber ist cool, dass sie drin ist. Hier wieder das Hitzestaugehäuse. Und wir haben halt jetzt diesmal ein 700 Watt Boostbox Power Boost drin, was natürlich für das System ausreicht, ist aber nicht das beste Netzteil. Dann haben wir hier auch das Endergebnis. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1920,73 €. Das System soll kosten 2000 €. Das ist okay. Das ist wirklich okay. Klar, die SSD ist entsprechend teuer, weil sie halt so schnell ist, aber ein Ryzen 5900X mit dieser 240er Wasserkühlung ist vielleicht nicht ganz optimal, funktioniert aber, ja. Eine 3080, ihr wisst, was ihr bekommt, ist eine MSI-Karte und ein B550 Plus Gaming von Asus TUF, why not? Ich gebe euch hier mal einen guten Tipp. Das Gehäuse ist ja, wie gesagt, für den Arsch und das Netzteil auch. Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn ihr euch den wirklich besorgen wollt, geht auf ein Mesh-Gehäuse. Die haben hier auch eigene im Angebot, zum Beispiel das Boostbox Helios 250X. Das hat eine Mesh-Front, das hat schon RGB-Lufis mit dabei. Vielleicht das nehmen, vielleicht sogar eins von Corsair. Auf jeden Fall irgendwas mit einer Mesh-Front, weil hier wirklich Komponenten drin sind, die übelst Hitze entwickeln. Und bei dem Netzteil würde ich vielleicht auf ein 700 Watt BeQuiet Pure Power 11 gehen. Das ist auf jeden Fall auch effizienter, das schützt die Komponenten besser, hat bessere Schutzschaltungen und so weiter. Also wie gesagt, das Netzteil ist eine wichtige Komponente. Klar kostet 54,90 € Aufpreis, aber die würde ich auf jeden Fall noch investieren. Weil nach den 3 Jahren Garantie wechselt euch das keiner mehr. Wenn das dann abraucht und die Hardware mit in den Tod reißt, dann sagt auch Boostbox, nee, Garantie ist vorbei, da kriegst du nichts mehr für. Um jetzt nochmal ein Fazit zu haben, die Systeme waren alle drei nicht zu teuer. Es sind aber auch keine speziellen Angebote. Dubaro schafft sowas auch, das ist überhaupt kein Thema. Oder auch Krotos, würde ich jetzt Krotos anhauen, der wird mir die wahrscheinlich sogar noch ein bisschen günstiger anbieten. Bei dem PC gefällt mir das Mainboard nicht. 500 GB müsst ihr selber wissen, ob ihr damit klarkommt. Ansonsten ist es soweit noch in Ordnung, auch mit diesem Case, weil wie gesagt, hier ist keine große Hitzeentwicklung. Der PC hier, den, da würde ich die Finger von lassen. Ihr müsst zu viel umkonfigurieren, ihr müsst das Gehäuse tauschen, die Wasserkühlung tauschen und so weiter. Das würde ich am besten lassen. Aber der 2000er hier geht fit, wenn ihr das Netzteil und das Gehäuse tauscht. Das ist jetzt so meine Meinung dazu. Wenn ihr das anders seht, schreibt es gerne in die Kommentare, aber so sehe ich es halt. Weil diese Preise für 2000 € kriegt ihr bei Dubaro auch ähnlichere Systeme und bei Krotos, eventuell sogar bei Agando oder Memory PC, je nachdem, ob die gerade Angebote haben. Aber alles in allem ziehen sie euch hier nicht ab. Und das ist in Ordnung. Die ziehen euch jetzt nicht das Geld aus der Tasche und verkaufen euch Scheiße. Muss man wirklich so sagen, das ist okay. Und ich muss auch sagen, der Telefonkontakt eben, das war echt lustig. Ich rufe da an. Und das hat vielleicht 10 Sekunden gedauert, da hatte ich einen Mitarbeiter an der Strippe. Ich habe ihn gefragt, wie sieht es aus mit der Wasserkühlung und dem Netzteil, was stehen da für Hersteller hinter und so weiter. Der konnte mir das sofort beantworten. Super netter Kontakt. Also das ging echt fix. Das würde ich mir mal gerne bei Telekom oder Vodafone wünschen, dass die so schnell ans Telefon gehen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Joint unseren Discord, falls ihr Fragen habt oder eine Config braucht. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.